Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Frühstücks-Adventskalender von About Food rein. Und wenn du Bock drauf hast, upsala, in dieses schwere Schätzelein reinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Regulär hat der einen Preis von 79,99 gehabt, jetzt gerade ist er klar reduziert, ne? 49,99, aber er ist auch noch verfügbar. Ich bin jetzt mal sehr gespannt und möchte mit euch zusammen in dieses orangene Schätzelein hineinschauen. Ich bin ja eigentlich nicht so die Frühstücksmaus, aber vielleicht bringt er ja mich aus dem Haus heraus. Oh wow, reingucken, weniger labern, Claudi. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall den 1. Dezember. It's beginning to taste a lot like Christmas. Ich bin mal gespannt. Nicht jeder mag ja gerne so Zimt am Morgen. Mal gucken. Oh nee, das ist Honig, das ist schön. Muses, griechischer Blütenhonig. Da sind 40 Gramm drin enthalten und sowas mag ich. Also solche kleinen Gläschen mag ich auch gerne, wenn man vielleicht jemanden so die Familie zum Brunch einlädt oder so, dass man da halt irgendwie so ein bisschen, ne, so das herrichten kann und so. Und ja, ich finde es cool. Kannst du auch immer ganz gut verwenden in Tee oder so. Schöne Nummer 1. Zum 2. Dezember bekommen wir etwas, was ein bisschen raschelig ist. Karma. Chocolate and Kakao mit Schokodrops. 25 Gramm. Super crunchy Granola. Das mache ich mir dann in mein Müsli rein, ne? Weil ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen wenig. Ich finde es süß. Es sind jetzt wirklich zwei sehr kleine Produkte am Start gewesen, aber wir gucken mal, wie es jetzt so weitergeht. Denn selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, die sich schön schwer anfühlt. Das finde ich immer sehr positiv. Und hier ist auch etwas drin, was wir, glaube ich, abgebildet hatten. Und zwar ist das Hummus. Hofgut Klein Schneen. Ja, Hummus mit Kichererbsen, also Kichererbsen aus kleinen Schneen, kenne ich nicht. 125 Gramm, Bioland, hört sich sehr sympathisch an. Also wer wirklich so ein herzhaftes Frühstück mag, ist hiermit, glaube ich, ganz gut beraten. Vielleicht haben wir hier dann auch gleich noch so ein paar herzhafte Add-ons mit dabei, damit man das Ganze noch etwas toppen kann. Ansonsten finde ich persönlich, schmeckt Hummus immer sehr basic. Und ja, das sind Schneeflocken. Ich habe so einen Look geschminkt, der kommt wahrscheinlich noch online zu so einem Winter-Weihnachts-Look. Look, ne? Ich stehe auf diese Schneeflocken. Tierisch. Ich will sie eigentlich immer tragen. Naja, kannst du nicht machen, ne? Theoretisch schon. Wer sich beschwert, ist selber schuld, finde ich persönlich jetzt gerade aktuell. Und hier haben wir jetzt die Nummer 4. Pyjamas und Pancakes sind angesagt. Pancakes ist ja wirklich eher so eine amerikanische Tradition. Aber ich finde es eigentlich ganz charmant. Pure Chocolate haben wir hier drin. Gefriergetrocknete Himbeeren, 8 Gramm. Ja, das ist etwas, was man sich halt so in sein Müsli machen kann. Ist solide. Am 5. Dezember erwartet uns ein sehr leichtes Schächtelein. Dann schauen wir doch mal hinein. Konka Organic Detox Tea. Na, ich weiß ja nicht. Das ist halt ein Teebeutel, ne? 2 Gramm. Kann super sein. Kann auch mega intensiv helfen und so, aber 2 hätten schon rein, hätten reingepasst. Wow, die Nummer 6, Nikolaus, ist wirklich schwer, da ist sicherlich irgendein Getränk drin. Ehrenwort, Barista Sirup, Pumpkin Spice, oh, mit echten Gewürzen aufschütteln und genießen. Für das trendige Herbstgetränk Pumpkin Spice Latte kannst du das verwenden. 250 Gramm. Ich habe noch nie Pumpkin Spice Latte probiert. Vielleicht wird es mal Zeit. Habt ihr schon mal Pumpkin Spice Latte getrunken? Könnt ihr das empfehlen? Ich weiß es nicht. Das kannst du mit 200 ml aufgeschäumter Milch oder pflanzlicher Alternative und einem Espresso zusammen machen. Ja, okay. Schmeckt das? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ist aber eher so ein Herbstprodukt und weniger ein Winterprodukt, oder? Ich weiß nicht. Gut, aber ich glaube, dass wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein gebrannter Apfelkaffee trinken würdest, wäre es ein bisschen krass. Deswegen ist Pumpkin Spice Latte, wenn es halt auch so ein bekanntes Produkt ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Okay, also die Nummer 7. Hallo Wachkeks. Enthält 40 Milligramm Koffein. Wach ist das schön. Mit Schoko. Okay. Ja, 20 Gramm haben wir hier drin in diesem einen Keks enthalten. Ja, schön, wenn man einen Teebeutel und einen Keks, also pro Kläppchen, in einem 80-Euro-Adventskalender bekommt, da kann mehr rausgehauen werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den von Degustabox denke oder ich hatte ja auch den von Brand News, den ich ja so geil fand, weil ich dachte, das wäre einfach einer, der sich an meine Familie richtet. Ne? Kann ich ihm E-Mail verlinken mit
Angie und Benny oder so. Der war halt richtig gut befüllt. Da hattest du auch große Sachen drin. Wir gucken jetzt weiter. Denn die Nummer 8 darf ja machen, dass es kracht. Müsli to go. Das ist doch schon mal sympathisch, muss ich sagen. Nicht einfach nur Müsli. Crunchy Strawberry. Müsli mit Haferpulver einfach mit Wasser anrühren. Das hört sich sympathisch an. Sowas mag ich. Ist zwar dann halt wirklich nur eine Einmalanwendung, aber ich glaube, dass wir Freunde werden können. Bis hier dann mit Wasser befüllt. Mit Wasser? Okay. Also ist das dann auch richtig vegan und sowas alles? Ich denke, dass ich da wirklich Milch reinmachen würde, ne? Weil ansonsten ist mir das nicht nahrhaft genug für mich selber so. Aber sieht auf jeden Fall total fancy aus. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Schwereres freuen. Guck mal, da haben wir noch so ein kleines Gläschen drin. Und zwar ist das hier Bergamotte und Orangenmarmelade. Das ist sehr speziell. Von Deli Grease, 85% pure Früchte, 40 Gramm haben wir hier drin enthalten. Das ist einfach mal eine etwas andere Sorte, was ich auch gar nicht so verkehrt finde. Denn wenn man halt auch so einen Brunch macht, dann hat man auch ganz gerne mal so ein bisschen was anderes als diese klassischen Sachen mit dabei. Klar, diese Klassiker wie gefüllte Eier oder so, oh, traumhaft. Aber dann halt auch mal so etwas andere Marmeladensorten finde ich immer ziemlich interessant. In der Nummer 10 wird es mit dem zweiten Advent weitergehen. Und hier haben wir auch ein Tütchen drin. Carthago Farm Haselnuss Pops, Energy Snacks, Datteln, Haselnuss und das war's. 50 Gramm sind hier drin. Hört sich lecker an. Ich esse sowas ganz gerne. Ich snack sowas ganz gerne. Deswegen ist das schön. Und das ist dann wohl eher so die sehr schnelle Frühstücksvariante, wenn es mal schnell gehen muss und man nicht Zeit hat, irgendwie noch irgendwas zu machen. Das ist gut. Rise and shine, it's breakfast time. Die Nummer 11. Ja, hier haben wir nochmal so eine kleine Geschichte von Karma drin. Double Almond and Vanilla, super crunchy Granola, 40 Gramm. Auch hier wieder etwas, was ich mir dann irgendwo reinrühren würde, weil davon werde ich jetzt ja nicht unbedingt satt. Ne? Halbzeit. Die Nummer 12. Ja, ein Riegel. Auch das wieder so eine schnelle Frühstücksgeschichte. 65 Gramm mit Himbeere. Esse ich persönlich wirklich gerne. Also das ist so mein Frühstück quasi. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch irgendwann mal in den nächsten Tagen mein Frühstück sein wird. Deswegen passt das schon irgendwie in diesen Adventskalender rein. Aber ich möchte tatsächlich lieber so mehr, also so inspirativere Geschichten haben als halt ein Riegel. Der 13. Dezember. Jo, Just Spices darf hier auch nicht fehlen. Chai Latte Spice haben wir hier drin. Das ist überhaupt nicht mein Geschmack. 40 Gramm, das ist einfach so eine Mischung, die man dann zusammen mit anderen Sachen machen kann. Wow. Das machst du einfach in einen schwarzen Tee mit etwas Milch und dann hast du es fertig. Ich habe auch einen Code bei Just Spices, das ist Just Cloudy. Damit sparst du entweder 5 Euro auf die Adventskalender, die glaube ich mittlerweile ausverkauft sind, aber du bekommst ansonsten ein Gratisgewürz mit dazu. Schreib mir gerne in die Kommentare dein Lieblingsgewürz oder deine liebste Gewürzmischung bei Just Spices. Gegebenenfalls kann ich da dann nämlich demnächst mal wieder wechseln. Ich habe jetzt aktuell das Bratkartoffelgewürz ausgewählt, was einfach großartig ist und bei uns zu Hause weggeht wie warme Semmeln. Aber vielleicht hast du ja nochmal eine andere Idee, was ich nehmen soll. Und dann schaue ich einfach mal. Genau, also hier habe ich jetzt, wie gesagt, dieses Chai Latte Spice, was jetzt nicht so unser Geschmack ist, aber ich glaube, dass andere das sehr gerne mögen würden. Wir haben jetzt schon Pumpkin Spice und Chai Latte Spice drin. Für mich darf es jetzt auch gerne wieder von diesem ganzen Herzhaften mehr zu etwas Süßerem gehen. Mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Kläppchen vor uns. Die Nummer 14 habe ich jetzt erstmal hier. Und die ist auch ganz gut befüllt mit Lupinenkaffee. Das ist klasse. Aus heimischen Süßlupinen, milde Röstung gemahlen. 100 Gramm haben wir hier drin. Ein Kaffee am Morgen darf nicht fehlen. Für mich ist Kaffee super wichtig. Und ja, das ist aus Lupinen hergestellt. Irgendwie ganz speziell. Ganz interessant. Finde ich wirklich interessant, dass man aus... Hä? Macht man... Ist das... Was ist das? Muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ist halt gemahlener Kaffee. Wir haben eine Bohnenmaschine, aber ich glaube, du kannst oben auch Pulver einfüllen. Muss ich mal nachgucken. Der 15. Dezember. Also ich mag es, dass wir halt viel in diesen Tütchen drin haben, ne? Dass es auch sehr einheitlich aussieht. Hier haben wir wieder was von Carthago drin. Sesam Pops, Energy Snacks, Datteln, Sesam, das war's. 50 Gramm. Also auch wieder eine schnelle Nummer. Hier bitte Amorelie-Adventskalender einblenden. Entschuldigung, manchmal habe ich echt einen Clown gefrühstückt. Ja, apropos Frühstücks-Adventskalender. Wie gesagt, ich snacke sowas sehr gerne und das wird auch sicherlich irgendwann mal mein Frühstück werden. Wahrscheinlich die ganze Packung. Aber ja, also nee.
Der 16. Dezember darf uns jetzt wieder überraschen. Start your day right with Christmas Cookies. Okay, Kekse zum Frühstück sind natürlich auch großartig. Ich hatte letztens auch tatsächlich Spekulatius zum Frühstück. Mandelbritter, Granola, geröstetes Müsli mit Mandeln, salzig und süß. Sowas mag ich sehr, sehr gerne. Vollgepackt mit natürlichen Zutaten, viel zu lecker. Man muss total, ja, ohne Witz, 40 Gramm. Also das ist, ich kann vielleicht hier alle, die ich drin habe, bislang drei, zusammenpacken und habe dann ein Müsli, oder? Ich gebe mir das halt zu meinen Haferflocken oder so dazu. Ja. Eine Woche vor Heiligabend haben wir am 17. Dezember schon den 3. Advent. Also da, es geht echt schnell dieses Mal, gefühlt. Wir haben hier ein vermischt Bio-Haferdrink-Konzentrat zum Selbermischen. Das ist super cool. Du hast jetzt 200 Milliliter drin, das hatte ich letztens auch in meinen Händen. Und machst nur 800 Milliliter Wasser mit dazu und dann hast du 1 Liter Haferdrink. Also du hast... Also diese Konzentratgeschichten sind meiner Meinung nach eh irgendwie die Zukunft in jederlei Hinsicht. Und deswegen feiere ich tatsächlich, dass wir das hier mit im Adventskalender haben, damit man das halt auch ausprobieren kann. Und ich finde auch so ein Milch- oder Milchersatzprodukt gehört auch zu einem Frühstück mit dazu. Eine Woche vor Heiligabend, am 18. Dezember, soll hier Freude drin stecken. Chocolate Fin Artisanal, Kaffeetasse. Okay, aus Brüssel, Schokolade en Poudre, das ist Kakaopulver, 20 Gramm. Ja, das ist eine Tasse Kakao. Ne? Kann man auch gut machen. Hätten sie auch zwei von reinpacken können, finde ich, ne? Nun ja, den Nummer 19. Hier haben wir Lavendel-Erdnüsse drin, das ist nichts für mich, nein. Karamellisiert, 40 Gramm, also ich von Nusswaren. Ich habe letztens von Nusswaren auch diese Rosen-Erdnüsse in den Händen gehalten und mir gesagt, okay, das könnte ich mir vorstellen, Lavendel ist mir zu viel. Also das schmeckt dann, glaube ich, sehr, sehr seifig. Weiter geht die wilde Reise am 20. Dezember, der sich jetzt auch etwas voller anfühlt und ist er auch, was ist das? Gewürz-Pink-Schoko. Pink Coco für deine Lieblingsfrühstücksbowl. 19 Gramm. Und das ist Kokos. Wer kein Kokos mag, hat hier natürlich ein Problem. Ich mag so Kokos auf jeden Fall und kann mir das auch gut vorstellen, das zu verwenden. Über Porridge, Smoothie Bowl. Genau, kann man auf jeden Fall gut als Topping verwenden. So, die Nummer 21 enthält auch wieder ein... Pocket Porridge, okay. Ein Haferriegel von Three Bears. Zimtiger Apfel, das passt. 55 Gramm. Das ist ein Produkt, was ich auch in diesem Adventskalender so in dieser Art erwartet hätte. Aber auch hier würde ich sagen, hätten sie zwei von reinpacken können für den Preis von dem Adventskalender. Direkt daneben befindet sich die Nummer 22. Und hier haben wir auch wieder eins von diesen schicken Tütchen drin. Von Nabali, Fairkost für alle, Zartar. Premium-Qualität für deine Küche. Gesundheitshemmi. Ohne Aromazusätze, ohne Konservierungsstoffe, keine Gentechnik, keine Geschmacksverstärker. 40 Gramm sind hier drin enthalten. Was ist das denn? Avocado zerdrücken. Achso, das ist ein Avocado-Topping. Genau, ich glaube, das wird ganz gut. Also das kann ich mir dann auch lecker vorstellen. Das ist ein Gewürz für ein herzhaftes Frühstück. Zwei Chancen hat dieser Adventskalender noch, um mich zu überzeugen, dass er wirklich auch seine 80 Euro wert ist. Jetzt erstmal einen Tag vor Heiligabend am 23. Dezember. Tee, White Apple, weißer Tee, Apfelzimt, 2,5 Gramm natürliches Koffein. Ja, da hast du einen Teebeutel drin. Also das mit diesem einen Teebeutel pro Kläppchen finde ich furchtbar. Also kann sicherlich lecker schmecken, kann auch total super und gesund sein, aber dann mach doch bitte zwei rein, oder? So, dann schauen wir mal in die Nummer 24. Heiligabend, komm Leute, da müsst ihr jetzt noch derbe einen raushauen, dass das Ganze auch wirklich ein toller Adventskalender wird. Kraft. Giersch, Löwenzahn, Brennnessel und Rotklee. Ein natürlicher Kräuterauszug. 15 Portionen von Grut. Ja, was soll ich sagen? Es sind 150 Milliliter. Das ist jetzt die 24. Das heißt, die haben jetzt in die 24 quasi ein Nahrungsergänzungsmittel gepackt. Das finde ich blöd. Das wird sicherlich gar nicht mal so günstig sein. Ne? Du hast hier 15 Portionen drin, das heißt, du hast dann auch was für einen halben Monat. Also du hast da auch ein bisschen länger was von. Nö. Also ich meine, dass die Nummer 24 online auch abgebildet war, was dementsprechend dann ja auch okay ist, dass man weiß, dass man halt ein Nahrungsergänzungsmittel hier drin finden wird oder ein... Ist ja in dem... Ja, es ist einfach so ein Vitamin-Dingenskirchen, ne? Nee, also für 80 Euro ist dieser Adventskalender meiner Meinung nach wirklich eine Frechheit.
Nö, also da brauche ich nicht 80 Euro dafür ausgeben, dass ich dann an einem Tag einen Tee drin habe. Da kann ich mir auch den von DM Bio kaufen, wo ich für, ich glaube, 5,24 Euro Tees drin habe gefühlt. Naja, hier sind schöne Sachen mit dabei, die mich auch inspirieren und die ich auch interessant finde. Aber was ist denn mal mit einer klassischen Marmelade, was man hier drin erwarten würde? Oder, weißt du, so eine Brotbackmischung oder so. Das hätte ich hier drin erwartet, das wäre auch irgendwie sinnvoll gewesen. Klar, da können die hier keine Packung Aufbackbrötchen reinpacken, das ist mir schon klar. Aber, ne, halt so solche Sachen. Und bei anderen About Food Adventskalendern haben die halt auch mal so Tools drin gehabt. Also wie wäre es hier vielleicht mal mit einem Zuckerpott gewesen? Das wäre auch cool gewesen, finde ich persönlich. So haben wir dann halt, naja, Kläppchen und teilweise dann halt Sachen, die musst du dann natürlich irgendwo mit reinmachen. Aber ich finde es jetzt nicht so bombastisch. Also da gibt es definitiv bessere Food-Adventskalender oder gab es bessere Food-Adventskalender. Und das ist vollkommen klar, dass der jetzt hier halt rabattiert ist. Ne? Aber warum der auf 49,99 rabattiert ist, verstehe ich auch nicht, weil das ist ja meiner Meinung nach auch nicht wert. Also vielleicht für 40 Euro können sie den verkaufen, aber alles andere finde ich halt schon hart. Ne? Also muss man sich einfach mal reinziehen, vor allem in welchem Vergleich das dann ja auch stand mit Brand News und mit Degusterbox und so. Nee, also... Nee, was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, dann wäre es das ja auch schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.